Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dämonikon und auch herzlich willkommen zurück hier in Wahrung. Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Nach den Erlebnissen, ich wollte die einfach mal ausquatschen lassen, nach den Erlebnissen, die wir im Sumpf hatten, im Sumpfdorf. Oh, gibt's hier gleich mal Haue. Kommt schon, Leute. Das war jetzt überhaupt kein Thema. Auch nicht. Ja, komm. Tut mir leid, Jungs, aber ihr seid ein Scherz. Nichts drauf. Ja, haben sie mich doch nochmal erwischt, aber mei. Junge, im Flüchtlingslager sollen die Toten aufgestanden sein, um das Fleisch der Lebenden zu fressen. Verrennt dieser Bastard. Jetzt hat der Drache ihn mit Haut und Haaren. Ihr beide seid Feinde, seit ich euch kenne, Hauptmann. Diesmal ist es anders. Zuerst dachte ich, er will sich für ein paar alte Geschichten rächen. Sehe ihm ähnlich, dass er deinen Waffenstillstand bricht. Aber es hat nicht aufgehört. Er behauptet, er will die Wahrunker von irgendeiner Knechtschaft befreien. Nennt sich seit neuestem Beschützer der Vergessenen. Aber in Wahrheit schlachtet er alle ab, die ihm nicht passen. Frauen, Kinder, er ist verrückt geworden. Das ist kein normales Verbrechen mehr, Junge. Das ist Krieg! Hauptmann, was wollt ihr von mir? Dich warnen. Was sonst, Junge? Parell wird sich irgendwann an dich ranzischeln und seine dreckigen Lügen erzählen. Du darfst ihm nicht glauben, Junge. Rogelin Draxasch. Glaub diesem Schurken kein Wort. Ich werde aufpassen, Hauptmann. Und wenn dir irgendjemand von Parells Arschkriechern begegnet, mach kurzen Prozess. Die haben es alle verdient. Gortoscher Mortosch. Brabbel, brabbel, brabbel. Flüchtlingslager sollen die Toten aufgestanden Gut. sein, um das Fleisch der Lebenden zu fressen. Ich möchte mal hier rumgucken, ob vielleicht irgendwelche Kräuter nachgewachsen sind. In die Höhle möchte ich eigentlich nicht. Ich muss mal schauen. Geht auch gar nicht gut. Sonst wäre das mir schon angezeigt worden. Also eigentlich unser Questziel, ich habe nochmal vom Start des Parts geschaut, wäre eigentlich der Pranger am Marktplatz. So ein stattlicher Kerl. Jetzt sitzt mein Bruder im Knast. Nur weil diese Kerle von der Garde irgendeinen Schuldigen haben wollten. Ein Gardist bewegt sich nicht mehr. Die Glieder sind im Todeskrampf verdreht, aber es gibt kein Blut. Wunden von Messern, Armbrustbolzen oder Faustdolchen sehen anders aus. Magie? Würde ein Magier aus Wahrung es wagen, seine Künste dafür zu benutzen? Wohl kaum. Die Frage ist, wer sonst? Ich glaube, das weiß ich auch nicht. Aber das finden wir raus. Aber wie es mir scheint, doch. Steht noch das eine oder andere Kraut rum. Aber vielleicht hatten wir das auch nicht aufsammeln können, weil der Skill noch nicht hoch genug war. Dass Falk ein Verräter war. Hm. So ein stattlicher Kerl. Nö, jetzt sind wir einmal rum im Kreis. Gehen wir mal Richtung Marktplatz. Da oben ist die Wache. Dann dürfte hier links der Marktplatz irgendwann kommen. Niemand darf mehr ins Flüchtlingslager. Was für Dämonen haben dort ihr Unwesen getrieben? Haben oder nicht? Und wo ging denn das hin? Meine Questmarker zeigt es mir eigentlich an. Aber irgendwie habe ich gerade keine Orientierung. War ja lang nicht mehr hier, ne? Ich glaube, das ist Chiron. Das sieht auch nicht gut aus. Der Mann liegt beinahe friedlich. Da, als würde er schlafen, aber das Blut um ihn ist ein verdammter Sieg.
Kehle aufgeschlitzt. Man könnte meinen, die Garde mache saubere Arbeit. Wahrscheinlich ist der hier an seinem eigenen Blut erstickt, bevor er bewusstlos wurde. Wenn Kartell und Garde jemals mit Bandagen gekämpft haben, dann haben sie sie heruntergerissen, während du im Krallenmoor warst. Jawohl. Sind wir eigentlich gleich wieder am Startpunkt? Jo. Der ist noch jung und hat starke Arme. In den Mittellanden hätte er ein Leben vor sich. Nichts Neues hier. Nee, das haben wir auch schon aufgesammelt. Ich gehe davon aus, dass das wirklich alles schon erledigt ist. Chiron, ihr seid zurück. Hochwürden, Markgraf. Es freut mich, dass ihr diesmal bei Bewusstsein seid. Habt noch einmal vielen Dank für euren Einsatz zum Wohle der Stadt. Wie lautet euer Bericht? Garmat war tatsächlich einem Heilungsartefakt auf der Spur. Doch er starb, bevor er es finden konnte. Seine Methoden waren ungewöhnlich, aber zum Wohle aller solchen Kranken habe ich veranlasst, dass weitergesucht wird. Es gibt also Hoffnung. Naja, Strohhalm ist das. Hoffnung. Hier, nehmt das. Wahrung schuldet euch seine Anerkennung. Und seht euch künftig vor. Das Böse kommt in den Schattenlanden oft unerwartet. Meine Leute können nicht überall sein. Zumal eure Leute ja in erster Linie mit dem äußeren Feind beschäftigt sein sollten, Zen-Meister. Umso erfreulicher ist es, dass es keine Unstimmigkeiten darüber gibt, wer den Beschwörer exekutieren wird, den meine Leute gefangen setzten. Meines Wissens nach war das ein gewisser Verräter. Einer, der nicht nur in eurer Stellvertretung, sondern auch beim Amt des Seuchenvogts eine Lücke hinterließ. Da machen wir uns mal schlau. Zennenmeister von Turjelev, ihr seid der Oberste der Rondrianer hier in Wahrung, nicht wahr? Wenn euch Titel etwas bedeuten, der Zennenmeister vertritt das Schwert der Schwerter. Das Oberhaupt der Rondra-Kirche. Merkwürdiger Titel. Das Schwert ist die Königin unter den Waffen. Es ist einfach, ehrenhaft und ohne Falsch. Und gerecht genug, um damit Zweikämpfe zu führen, die Falks Mitverschwörer unter die Erde brachten. Wenn ihr es so sehen wollt. Naja, so einfach ist zum Beispiel so ein Rondra-Kamm mit seiner gewählten Klinge nicht. Das ist nämlich ein Anderthalbhänder, der ganz schön riesige Wunden zieht. Normales Langschwert hat er schon recht. Markgraf, ist euer Platz nicht eigentlich in der Oberstadt? Es ist aber nicht so, dass ich mich nicht gerne unter die Menschen mische. Ich sehe genauso gern den Tischlern zu, wie ich einen Abend in den Gärten dort oben verbringe. Aber ihr habt recht. Normalerweise ist Hauptmann Vergolosch für die Unterstadt zuständig. Derzeit erfordern jedoch gewisse Entwicklungen meine Aufmerksamkeit. Der Beschwörer bekommt also endlich seine Strafe. Wisst ihr mehr darüber, warum er Dämonen in Wahrungsmauern geholt hat? Seine Taten waren zu waghalsig für einen Magier. Sein dämonischer Meister wird sie ihm befohlen haben. Oder Falk. Wir haben Antworten von ihm gefordert, aber er schwieg. Und eure Göttin mag die Methoden nicht, die es gibt, um Antworten von jemandem zu erzwingen, richtig? So oder so. Das Schwert ist zu gut für ihn. Darum wird er hängen. Eine Befragung wäre Zeitverschwendung. Das könnte ich doch machen. Wo findet diese Hinrichtung denn statt? Marktplatz. Zweite Stunde. Und natürlich sollt ihr auch willkommen sein, wenn der Schurke seine gerechte Strafe erhält. Bis dahin, gehabt euch wohl. Seine hängende Leiche wird als Warnung für alle dienen, die selbst in diesen Zeiten noch mit Dämonen paktieren. Fein. Dann sehen wir uns bei der Hinrichtung. Und grüßt euren Vater. Ich bin sicher, er erwartet euch schon. Er wohnt noch immer im alten Pranger. Wann wird der Beschwörer nochmal hingerichtet? Oh, jetzt glaube ich nicht nochmal. Und grüßt. Okay. Jetzt, ich fand die Frage geil, wo findet die Hinrichtung statt? Und im Hintergrund siehst du halt, wie einfach mal der Galgen zusammengezimmert wird. Ja, es passt. Was haben wir denn da für einen Ring gekriegt?
Ring des Markgrafen. Der war es. Parade 1, Lebensenergie 1, 2, Überreden und Feilschen hochspielen. Allerdings ist das hier... Er ist ein Tuck besser. Jetzt haben wir Feilschen und Überreden. Recht hoch. Da kann man nichts sagen. Das passt. Da kriegen wir bessere Preise und können natürlich auch besser labern. Das ist er jetzt Händler oder Auftraggeber? Willkommen, Kairon. Er ist Händler. Was hast du denn für tolle Sachen? Der verbotene Klinge, das hört sich ja schon mal geil an. 8 TP, wow. Schnell, Crit geht hoch, Mut geht hoch. Nice. Nimmer. Andere Waffen sind für mich jetzt eigentlich uninteressant. Da gehen wir jetzt unsere eigentlich aktuelle Rüstung auf. Das möchte ich auch nicht. Na gut, verkaufen wir ein bisschen was. Na. Die werde ich mal noch behalten. Die direkt verkaufen? Nee, geht nicht, weil ich es ausgerüstet habe. Ach, dann verkaufen wir eben erstmal unser alten Stuff. Habe ich da eben noch irgendwas von? Nee. Der bin ich so gut, das brauche ich echt nie mehr. Der Ding auch nicht. Die Heiltränke bleiben drin. Scusi. Jetzt machen wir den Mann mal wieder arm. Dann gucken wir mal, ob der vielleicht noch Heiltränke hat. Kann man nie noch haben. Allerdings kann man ihm wieder ein bisschen was verscherbeln. Giften kämpfe ich eh nicht wirklich. So. Habe ich mir jetzt eine Wundsalbe wieder zurückverkauft. Ist egal. Wir gehen. Ins Inventar. Und dann gucken wir mal, wir haben die verbotene Klinge. Korrupter Stahl und dämonischer Hass. Dieses Schwert wandelt alles Gute in Schlechtes. Ein Ding, das nicht sein darf und trotzdem ist. Wow. Nice. Sieht aber aus wie ein normales Langschwert. Na gut. Verbessern wir die Waffe gleich. Ach, und da ging einiges an Stats hoch. Das ist cool. Gucken wir mal. Kannst du ein Schwert überhaupt schon richtig rumhalten? Ich hau dir gleich auf den Kopf. So, ich glaube nicht, dass der noch was Interessantes für uns hätte. Ah, toll. Doch hat er. Wobei jetzt durch die langsame Geschwindigkeit... muss ich das Ding nicht haben. Genauso wenig wie die Waffe. Aber die sind besser als unsere Wurfdolche. Hm. Wobei, langsamer. Für einen Trefferpunkt mehr sind die mir zu langsam. Die Rüstungen sind uninteressant. Na gut, dann verkaufe ich ihm halt ein bisschen was davon. Hiebwaffenverbesserung brauchen wir nicht. Und die raune Klinge geht auch raus. Der ist sowas wie Tränke oder so? Nö. Die Sachen sind für uns wahrscheinlich auch eher zweitrangig. Brauche ich eigentlich nichts von. Nee. Gut. Dann gehen wir mal zu Vater. Und ich
erst zu Fergulasch hoch. Ich gehe mal zu Fergulasch gucken. Ich komme gar nicht zu Fergulasch. Das wäre ein Umweg. Dann gehen wir doch zu Vater. Aber das erst im nächsten Part, Leute. Ich habe so viel rumgeblödelt. Ich nehme ihn noch mit. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut.